Willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme euch heute mit, wie ich unsere Koffer packe oder besser gesagt, was wir so alles mitnehmen. Heute ist Samstag, wir fliegen in 4 Tagen. Ich packe meistens so knapp vorher. Ich kenne auch Leute, die packen schon 1-2 Wochen vorher, fangen die schon an. Ja, das ist aber nicht so meins. Dann kann ich immer nicht überblicken, was wir noch brauchen, was die Kinder noch anziehen. Wir wollen ja auch die Sachen, die wir gerne haben, vorher nochmal anziehen. Erstmal schon gestern oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, die Kinder gebeten, alle Anziehsachen, also ich habe denen geholfen. Die haben jeder einen Wäschekorb bekommen und haben die Sachen, die sie im Urlaub anziehen wollen, alle da reingetan. Heute habe ich die Sachen dann geordnet auf unser Bett gelegt. Dann haben sie die Wäschekörbe wiederbekommen und sollten alles andere einpacken, was sie mitnehmen wollen. Stifte, Bücher, Spielzeug, Hüte, Taschen, Schuhe, sowas alles. Ich habe dann meine Sachen auch aufs Bett sortiert, der Patrick auch und schon mal ein bisschen Badezimmerzeug und so zusammengesucht, aber da bin ich noch nicht komplett. Also das mache ich dann morgen, denke ich, den Rest. Zeig euch jetzt erstmal, also ich nehme euch ein bisschen mit. Ich erfahrungsmäßig weiß ich, dass das viele immer interessiert, was man so einpackt. Also hier haben wir erstmal unsere Koffer. Wir haben, ich habe jetzt spontan gemerkt, sind jetzt 2 Jahre nicht verreist, dass wir irgendwie überhaupt nicht so richtig Koffer besitzen. Also den ganz großen blauen, hier haben wir von meinen Eltern geliehen. Und den dunklen in der Mitte, den habe ich noch gestern gekauft. Die Kinder, die haben ihre 2 süßen Koffer hier irgendwann mal zum Geburtstag oder so bekommen und konnten die noch nie nutzen so richtig. Deswegen gehen die jetzt als Handgepäck mit. Der Patrick nimmt dann noch einen Rucksack und ich irgendwie eine Handtasche oder so. Und das war's dann. Patrick hat auch schon seine Jacke und Mütze für den Flug hingelegt. Ja, wir machen das eigentlich immer so. Also normalerweise ist es ja recht kühl, wenn wir von Deutschland fliegen. Ich denke, diesmal wird es warm sein. Jeder nimmt aber eine Strickjacke mit, weil das ja im Flugzeug mit der Klimaanlage sonst zu frisch ist. Ich nehme auch für die Kinder immer ein Kissen und eine Decke mit. Dann starten wir mal. Also hier vorne ist Patricks Bereich. Kurze Hosen, Oberteile, Schwimmsachen, Socken, Unterwäsche. Ganz easy. Bei mir wird es schon deutlich mehr. Unterwäsche, Bikinis und gerade hier. Kurze Hosen, Kleider, Oberteile, Röcke, sowas alles hat man dann immer schon direkt viel mehr. Hier habe ich schon mal Handtücher hingelegt. Einige Handtücher sind aber von uns jetzt noch in der Wäsche, die wir mitnehmen wollen. Unsere Badetasche und da habe ich jetzt so Aufblaszeug und Badespielzeug reingetan. Hier hinten habe ich die Ecke von der Rosalind. Die hat auch T-Shirts, hier sind alles Hosen und Jumpsuits, kurze Hosen, lange Hosen, alles zusammen. Kleider, Unterwäsche, Badeanzüge und 2 Schlafanzüge. Und bei der Olivia so ähnlich. Badesachen, Unterhosen, Schlafanzüge, kurze Hosen. Ich glaube, die hat nur eine lange Hose. Kleider und die hat ein bisschen viele Oberteile, da müssen wir, glaube ich, nochmal sortieren. Aber wenn ich die Koffer packe, gucke ich sowieso nochmal, ob da irgendwie ein Oberteil dabei ist, wo gar keine Hose zupasst oder so. Und die Rosalind hat, glaube ich, auch 3 lange Stoffhosen und 3 lange Jumpsuits. Das ist irgendwie auch, glaube ich, denke ich, zu viel. Das wird da sehr warm sein. Hier habe ich, als ich das Badezimmer aufgeräumt habe vor ein paar Tagen, schon mal Badesachen reingetan, also Badezimmersachen. So Spielzeug, was an der Badewanne lag und so Zeugs, was ich extra für den Urlaub halt gekauft hatte und schon mal Sonnenmilch, ganz viele sind da auch noch drunter. So ein Desinfektionshandspray, Pflaster, sowas schon. Den Rest im Bad habe ich noch nicht gepackt, das mache ich auch noch nicht. Den Korb hat die Rosalind sich gepackt. Kopfhörer, eine Tasche, 2 Sonnenbrillen, ein paar Spiele, hier noch eine andere Mütze, Haargummis, so eine Puppe hier wollte sie mitnehmen, Malsachen und ganz unten sind auch die ganzen Schuhe. Also ich glaube, die hat 3 Paar, so Latschen. Und die Olivia hat den Korb hier, ihre neue Puppe, auch 3 oder 4 Spiele, ein Hut. Da unten sind Schuhe, auch eine kleine Handtasche, Sonnenbrillen hat sie auch. Ja, hier haben wir noch die Meerjungfrau-Flosse von der Rosalind. Die Olivia hat hier noch einen Hut von H&M bekommen und ein Schmusetuch will sie mitnehmen. Nutzt sie eigentlich nicht mehr, aber ohne ist es ihr dann doch nicht so geheuer, denke ich. Wie gesagt, Badezimmersachen fehlen noch und ich gehe auch nochmal, denke ich, nachher, wenn ich die Koffer gepackt habe, nochmal durch jedes Zimmer und überlege noch, ob wir was vergessen haben. Der Patrick und ich, wir haben ja noch gar nicht so Handgepäcksachen, die noch wichtig sind, irgendwie zurechtgelegt. Dafür ist es jetzt auch noch zu früh. Und ich werde auch, glaube ich, auch nochmal 3-4 Hosen von mir anprobieren, kurze und Röcke, ob ich die mitnehme. Die Kofferverteilung habe ich eigentlich ursprünglich so gedacht, dass jeder seinen eigenen Koffer hat.
Machen wir aber nicht, weil das keinen Sinn macht, weil die Rosalind ja diesen Koffer hier auch mitnehmen will. Da auch ihre Sachen reinpackt, denke ich, zum Teil zumindest. Außerdem wollen wir die beiden Handgepäckkoffer von den Kindern jetzt auch dafür nutzen, für uns Sachen reinzutun. Wir haben jetzt mehrfach seit ein, zwei Wochen nur gelesen, was am Flughafen für katastrophale Zustände sind. Dass ganz oft das Gepäck erst später nachgeliefert wird. Deswegen wollen wir die beiden Kinderkoffer auch mit unseren Sachen voll machen. Also wir wollen für zwei, drei Tage das Nötigste da reinpacken. Auf jeden Fall was zum Schwimmen, Unterwäsche, ein T-Shirt und eine Ersatzhose, Rock, irgendwas. Damit wir auf jeden Fall, falls unsere Koffer nicht direkt am ersten Tag mit da sind, da Wechselsachen haben und auch schon alles machen können, was wir da machen wollen. Wir werden auch unsere Zahnbürsten in die Koffer packen. Ja, Duschzeug und sowas mache ich nicht, weil das ist ja beim Handgepäck schwierig. Aber eigentlich in jedem Hotel bisher waren immer diese Mini-Fläschchen da, die reichen dann zur Not auch erstmal aus. So haben wir das vor, das ist unser Plan B. Ja, ansonsten habe ich noch zwei Maschinen Wäsche zu waschen und ich denke, bis Dienstag wird auch noch eine dazukommen. Da kommen noch ein paar Sachen dann davon dazu und ich nehme auch noch eine zweite Strandtasche mit. Das war's erstmal. Jetzt werde ich nachher packen und dann zeige ich euch danach nochmal, wie wir alles gepackt haben. So, ich habe mal einen ganz kurzen beim Packen hier einen ganz kurzen Tipp für junge Mütter oder für die von euch mit kleinen Kindern. Also dieses Planschbecken hier für in den Sand reinzubauen, das ist hier so ein Pop-up-Teil. Also das nimmt so gut wie gar keinen Platz weg. Die Sachen sind da jetzt nicht mehr drin. Die haben wir irgendwie mit der Zeit verloren. Aber da sind so Heringenteile drin zum in den Sand reinbohren. Also das kann ich sehr empfehlen. Das haben wir mal gekauft, wo die Rosalind ganz klein war, wo wir zum ersten Mal im Urlaub waren. Ja, da wurden wir so oft angesprochen, was das für eine coole Idee ist am Strand einfach, dass sie so ein bisschen planschen können. Und es ist halt kein riesen Planschbecken, was total Platz wegnimmt. Ne? Also das kann ich sehr empfehlen. Haben wir mal bei Jaco-O gekauft. Das wollte ich euch noch mitteilen. Ja, wir sind fleißig am Packen. Die Hälfte der Koffer haben wir auch schon und jetzt packen wir noch weiter und dann erzähle ich euch, wo was drin ist. So, wir haben heute schon Sonntag. Ich habe gestern hier angefangen zu packen und heute den Rest gemacht. Wir haben gestern nicht mehr so viel geschafft, weil wir noch bei den Schwiegereltern waren, uns verabschieden und dann waren wir noch essen. Aber heute sind wir jetzt so gut wie fertig geworden, da wir ja noch ein paar Tage haben. Haben wir jetzt noch nicht komplett alles gepackt. Fangen wir mal hier an. Hier ist der kleine Schafkoffer von der Olivia. Da haben wir jetzt komplett Sachen für zwei Tage für alle drin, falls unsere Koffer nicht mitkommen. Da hat jeder Wechselsachen drin, Badesachen, also damit wir auf jeden Fall im Urlaub schon mal alles haben, auch wenn die Koffer nicht da sind. Hier ist so ein mittelgroßer Koffer, da habe ich komplett die Sachen der Kinder reingetan. Die Anziehsachen, die Kleidung der Kinder und auch die Handtücher von den beiden. Da haben wir zwei Kapuzenhandtücher, also so Ponchos und jeder hat ein anderes noch. Hier haben wir so einen Riesenkoffer, den haben wir von meinen Eltern geholt. Da sind Patricks und meine Sachen drin komplett und auch unsere Handtücher. Das hat alles super da reingepasst, da bin ich echt überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, wir hätten zu wenig Platz, so ist es nämlich meistens. Ja, das ist der Handgepäckkoffer von der Rosalind. Da ist das komplette Spielzeug der beiden drin. Ja, diesen Koffer, den hatte ich extra noch gekauft, damit wir vier haben. Der ist noch komplett leer. Da weiß ich noch gar nicht, ob wir den noch brauchen. Hier hatte ich in der Wanne die ganzen Badezimmersachen, die ich schon rausgesucht habe. Da ist jetzt nicht mehr viel übrig, aber die ganzen Shampoo, Duschgel, Zeugs haben wir auch noch nicht sortiert, weil wir ja noch zu Hause sind. Hier ist jetzt unser großer Koffer. Auf der Seite hier habe ich Schuhe und noch die Anziehsachen, die jetzt noch im Waschmaschinentrockner waren, die noch mit müssen. Hier habe ich schon mal Sonnencreme und sowas. Die Sonnenhüte sind alle hier drunter. Wir haben ja alle so Strohhüte. Die Seite haben wir komplett voll mit Schwimmspielzeug. Also das ganze Aufblaszeug und Barbies, die Meerjungfrau-Flosse. Wir haben gestern hier noch so Wasserspritzdinger gekauft. Dann noch meine große Tasche für den Strand, die ich von DM gekauft hatte. Ich denke, hier wird unser ganzes Duschzeug reinpassen und hier noch der Rest und so Schminkkram. Dann habe ich hier diese Moskitopflaster, die kann ich sehr empfehlen übrigens. Da hatte ich auch letztens im Video eins im Gesicht, falls das einer bemerkt hat. Die helfen wirklich sehr gut. Patrick hat noch ein paar Latschen, die rein müssen und ich glaube, das war's dann auch.
Also denke ich, dass wir den Koffer komplett hier lassen. Ja, hier sind noch ein paar Spielsachen, die ich noch in mein Handgepäck packe. Hier haben wir extra so Stickerhefte hier noch geholt. Bei Aldi gab es die. Jeder hat sich eins ausgesucht für im Flugzeug. Ich habe gesagt, das müssen die direkt abgeben. Das wird nicht vorher gemacht. Und gestern waren wir noch bei Action. Da hat sich jeder noch hier so ein Malbuch ausgesucht fürs Flugzeug. Ja, dann haben wir noch so kleine Spiele, die man im Flugzeug spielen kann. Hier ist noch ein Buch nur so zu malen. Hier sind Stifte drin. Hier ist noch ein großes Buch zu malen für die Rosi. Und die Olivia hat hier so ein Spiel. Das kann ich übrigens auch sehr für kleine Kinder empfehlen. Das hatte ich mal bei Thalia hier bei uns im Outlet gekauft. Da sind so Karten. Da ist ein Stift bei, den kann man einfach abwischen und da kann man dann so Zahlenspiele halt machen. Und auch die Zahlen schon mal schreiben lernen. Die Olivia möchte natürlich ihre neue Puppe mit ins Flugzeug nehmen. Den hier nimmt sie auch mit als Kissen quasi, Kopfhörer und dann haben wir noch die Schokohexe. Hier sind schon Sachen rausgelegt für den Flug, für die Rosalind, für die Olivia, Olivias Schuhe und Rosalind nimmt ihre Latschen. Ja, habe ich auch für beide Kinder eine Strickjacke. Es wird zwar hier warm sein und dort, aber im Flugzeug ist ja immer doch ein bisschen frisch mit der Klimaanlage. Und ich werde hier als Handgepäck diese Tasche von Stradivarius mitnehmen. Die hat meine Freundin mir aus dem Urlaub mitgebracht. Super praktisch, weil die super groß ist. Da passt richtig viel rein. Da schmeiße ich das ganze Spielzeug da noch rein. Mein Portemonnaie, mein Handy. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Medikamente für die Kinder habe ich noch nicht eingepackt. Da wollte ich morgen mal noch bei der Kinderärztin anrufen. Fragen, was sie mir noch für Rezepte mitgibt. Ohne dass die Kinder krank sind und ohne dass sie dahin müssen. Zumindest Nasenspray wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Fiebersaft haben wir noch hier. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Ich denke, mehr wird die auch gar nicht mitgeben können. Meine kleine Handtasche muss noch in den Koffer, fällt mir auch gerade ein. Ja, so Sachen fallen jetzt sowieso noch ein. Also wir haben noch morgen den ganzen Tag hier, übermorgen den ganzen Tag. Bis dahin wird sich bestimmt noch so eine Wäschewanne ansammeln. Und ob das dann alles noch in den Koffer passt, weiß ich nicht. Ich habe auch schon gesagt, wir wollen ja auch das ein oder andere im Urlaub kaufen. Dann haben wir hinterher keinen Platz. Also nehmen wir den vierten Koffer vielleicht doch noch mit. Ja, ansonsten für Reisen mit Kindern kann ich immer wieder empfehlen, gute Uhrzeiten zu wählen. Haben wir jetzt zum ersten Mal nicht. Also wir fliegen irgendwie um 11 Uhr morgens. Sonst haben wir immer ganz, ganz früh, so dass wir nachts aufstehen mussten. Das war immer super praktisch, weil die Kinder dann müde sind und im Flugzeug, unsere Kinder schlafen immer im Flugzeug mindestens eine Stunde. Also hat man da schon die Hälfte oder ja, mit Start und Landung schon echt die Hälfte geschafft. Diesmal ist es ein bisschen anders. Allerdings ist ja auf dem Flughafen richtig Chaos, so wie wir das sehen jetzt die letzten Tage, dass wir wahrscheinlich ja so lange da rumhängen und anstehen, dass sie auch trotzdem K.O. sind. Mehr Tipps habe ich leider nicht, weil meine Kinder total pflegeleicht sind bis jetzt. Waren toi, toi, toi. Ich hoffe, dieses Video ist für den einen oder anderen nützlich. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare sämtliche Fragen stellen, die ihr irgendwie habt über Reisen mit Kindern. Meine Kinder oder unsere Kinder sind jetzt nicht mehr so klein, aber wir sind mit beiden auch schon geflogen, wo die nur ein paar Monate alt waren. Also da kann ich vielleicht das ein oder andere doch noch beantworten, wenn da eine Frage ist. Würde ich mich freuen, wenn ihr unser Video liked und wenn ihr uns abonniert, falls ihr noch nicht Abonnenten seid. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.